Moin, die Klopapeters wieder am Start. Ja, ich weiß, jedes Mal ein neues Intro, aber die sind einfach alle so geil. Heute werde ich testen, ja, probieren wir gleich mal aus, den Agenten-Infiltrator. Ich habe schon ewig nicht mehr mit Sniper gezockt. War doch ganz gut. Also, Feuerrate ist ziemlich schnell, wie ihr schon gesehen habt. Und ja, so sieht er aus. Ich finde ihn recht cool, vor allem passt er zu meinem Outfit. Ich hatte eigentlich vor, einen Doppeltest zu machen, auch noch mit dieser MP hier, aber die teste ich einfach nächstes Mal. Ja, ich denke, die Schusszahl seht ihr selbst. Dann probieren wir es einfach mal aus. Hier ein Flugzeug. Naja. Wie immer ein Live-Commentary hier. Und hier haben wir auch gleich einen Feind. Haupttreffer immer, sorry, ich bin dazu geneigt, immer Headshots zu machen, weil einfach geiler ist, aber das ist nicht meine Leitung. Schade. Auf dem Körper sitzt viel. Hat es auf dem Körper 54? Ne, ich glaube, das war ein Kopftreffer. Naja. 54 hat Sitz gezogen. Ich habe ja schon oft damit gezockt und eigentlich zieht es auf dem Kopf so um die 50, ja. Hab keine besonderen Fähigkeiten, wie dass es eine Granate schießt oder so, aber das muss auch nichts. Schießt besonders schnell und hat eine geringe Abweichung. Das finde ich für meine. Für meine Nutzung eigentlich perfekt. Macht leider keinen Schaden an Panzern. So 30 würde ich jetzt mal sagen. Wie gesagt, wundert euch nicht, wenn es jetzt ein bisschen schlecht ist. Hab schon ewig nicht mehr mit Mando gezockt, aber ich noch einer. Wir jetzt nicht kämpfen. Daher laufe ich einfach mal hier vor und mach böse wie ich bin, Base Rape. Und da ist auch schon einer. Das ist natürlich sofort kill. Boah, bin ich schlecht. Also 27 auf dem Körper jetzt. 27, 28. Und auf dem Kopf, wie schon gezeigt. Dann leg ich hier mal. Und 27 wieder. Und hier ist ein guter Gegner. Ich hab gekillt. Na toll. Das war echt fies. Muss ich mir merken, natürlich. Wie viel haben wir jetzt? Ja, ist immer so um die 4 Minuten, wenn ich fertig bin. Könnt ihr euch die anderen Videos anschauen, vielleicht ist ja auch noch was dabei, was ihr euch vielleicht kaufen wollt. Ich hoffe, die Tonqualität ist nicht so schlecht. Ja. Also es macht auf Midrange und Longrange gleichen Schaden. Auf Shortrange ist nur minimal schlechter und du musst erst richtig nah rangehen, dass es wirklich schlechter wird. Das heißt, es ist eher eine Midrange-Waffe, obwohl es auch sehr sehr weit in Longrange geht. Hier haben wir auch gleich einen. Klar, zum übelst weit snipen ist jetzt 50 mit Headshot nicht perfekt, aber wenn man Short Range. Ja,
44 hat es jetzt mit jedem Headshot gezogen. Ist doch ganz ordentlich. Na, wie gesagt, der Panzer macht überhaupt keinen Schaden. Okay. Okay, ohne Durchschuss Level 5, wie ich es jetzt habe, macht es auf dem Bauch 16, habe ich jetzt gerade gesehen, so, also um die 15. Und auf dem Kopf macht es jetzt so ungefähr 30. Will ich jetzt mal behaupten. Wie ihr schon gesehen habt, auf Flugzeugen und so macht es auch ganz guten Schaden. Hier nochmal 14, 31. Jo. Dann mache ich jetzt einfach nochmal wie immer ein bisschen Gameplay hinterher, dass ihr euch ein gutes Bild machen könnt. Ich will ja auch nicht hier die ganze Zeit campen, als nur zur Demonstration von Long Range. Obwohl die Position echt geil und empfehlenswert ist, weil es Snipers unter euch. Also der Kommando ist jetzt meine höchste Einheit vom Level her, das heißt ich bin jetzt noch nicht so der Pro in BV. Also 57 mit Headshot. Was jetzt gemacht? Ich habe auch schon mal erlebt, dass es irgendwie 60 Schaden gemacht hat. Das ist natürlich super geil. Und hier machen die jetzt Panic Blasting erstmal. Da ich gerade keinen Schaden nehme, ist der okay, wenn ich mir jetzt mal einen Tonic reinpfeife. Na toll, mit der falschen Taste geklickt. Ich will jetzt auch nicht groß andere Waffen nutzen. Aber wie ihr seht, sind viele 30er im Game. Oh. Oh, oh. Da haben wir ihn schon. Weg hier. Schießen können. Ja, ich hoffe, ihr hört meine Stimme. Ein 30 Headshot. Ja, um die 30. Okay, ich mach's Schiss, fuck. Ist auch eine meiner liebsten Maps hier. Sag jetzt noch, bis die Runde vorbei ist, die ist ja so auch gleich vorbei. Ganz gute KD. Kommt doch schon einer. Ja, ja, komm. Komm schön hierher. Oh, 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 oh. Teilweise warte ich ja immer den richtigen Moment ab. Oh, super krass. Und die Runde ist schon vorbei. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe ebenfalls, ihr konntet euch einen ganz guten Eindruck davon machen, von der Waffe. Wie gesagt, beim nächsten Mal teste ich da diese MP. Ich glaube, die heißt Jimmys schallgedämpfte G37 oder so. Ich hoffe, ein Daumen nach oben ist nicht zu viel verlangt. Ist ja nicht zu große Arbeit. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.